Moin Leute und herzlich willkommen zum neuen Video rund um GTA Online, denn heute hat Rockstar Games ein neues Fahrzeug hinzugefügt, was ihr ab sofort kaufen könnt, nämlich den Komet S2. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich dir schon mal zu bitten, einen fetten Like für das Video da zu lassen. Und für die Leute, die mich noch nicht abonniert haben, abonniert mich, sonst verpasst ihr die neuesten Informationen in GTA Online. Aber gut Leute, ich würde sagen, starten wir doch einfach mal. Das Auto ist ab sofort auf Legendary Motorsport zu kaufen, und zwar für einen satten Betrag zwischen 1,4 bis ca. 1,9 Millionen GTA Dollars, je nachdem, ob er bei LSK Meet schon genug Level gesammelt hat oder nicht. Gut, in meinem Fall bin ich leider nur Level 24, das reicht scheinbar nicht, und deswegen muss ich leider ca. 1,9 Millionen GTA Dollars ausgeben. Aber gut Leute, das Auto wurde jetzt geliefert und wir gucken jetzt einfach mal, was für Tuning-Teile dieses Fahrzeug denn hat. Hier ist erstmal zu betonen, dass das Fahrzeug natürlich ein Sportwagen ist. Dieser Sportwagen hat natürlich die klassischen Tuning-Teile wie Motor, Panzerung und Bremsen, ist ja klar. Aber Leute, natürlich hat er auch die Tuning-Teile vom neuesten DLC. Also relativ viele Stoßstangen und die hinteren Stoßstangen, Spoiler etc. etc. Was mir hier persönlich sehr, sehr gut gefällt, Leute, ist, dass wenn ihr gewisse Sachen auf Standard lasst, zum Beispiel die Innenverkleidung, also die Sitze, die können sich tatsächlich mitfärben. Und zwar bedeutet das, wenn ihr die Sekundärfarbe hier auf irgendeine Farbe stellt, zum Beispiel bei mir ist es die Crew-Farbe, könnt ihr sehen, dass diese Sitze, diese Linien an den Sitzen rot färbt. Aber Leute, auch die Bremsscheibe färbt sich hier mit, was ich ziemlich cool finde, ein nettes Feature ist. Aber Leute, was gibt es denn hier noch zu sagen zu diesem Fahrzeug, was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt? Was mir persönlich sehr, sehr gut gefällt, Leute, ist, dass es hier tatsächlich auch diesen klassischen, wie ich finde, Porsche-Spoiler gibt. Den habe ich natürlich direkt drauf gemacht und ich finde, da sieht es einfach wirklich wie ein Porsche aus. Also was soll ich da sagen, ne? Aber ansonsten ist halt ziemlich alles gleich wie bei den Fahrzeugen vorher. Was ich natürlich hier sehr, sehr schade finde, Leute, dass ihr zwar hier die Möglichkeit habt, ich sag's mal, diese Benny-Tuning-Teile im Innenraum zu tunen, aber man muss hier auch dazu sagen, dass es einfach nur Copy-Paste ist von den normalen Benny-Tuning-Teilen. Also hier wurde jetzt nichts brandneues gemacht im Innenraum, was ich ziemlich schade finde. Aber ansonsten, Leute, finde ich die Tuning-Optionen generell sehr in Ordnung. Ich habe das Auto jetzt nicht voll als Tuning-Fahrzeug getunt, sondern eigentlich relativ normal gelassen. Aber Leute, das kann ja jeder machen, wie er möchte. Aber gut, Leute, was kann das Fahrzeug denn noch? Fahrtechnisch muss ich sagen, dass das Fahrzeug, ja, ich würde jetzt sagen, ist in Ordnung. Ich weiß jetzt nicht, ich habe es nicht ausgetestet, ob er für Rennen, also für diese Tuners-Rennen, geeignet ist, da der Jester RR oder Collider ziemlich gut sind für diese Rennen. Und da glaube ich tatsächlich, dass der Porsche einfach ein bisschen langsamer ist, obwohl er eigentlich ziemlich schnell aussieht, möchte ich sagen. Ich finde, er sieht schon richtig heftig aus. Aber wenn wir jetzt mal zu LSK Meet fahren, können wir dieses Fahrzeug jetzt tatsächlich als Tuning- bzw. Drift-Auto umtunen. Und zwar können wir hier die Traktion drastisch runterschrauben vom Fahrzeug und können auch gucken, ob dieses Fahrzeug denn drifttechnisch denn was drauf hat. Natürlich ist hier zu sagen, Leute, dass natürlich das Drifting so gesehen von meinen Fähigkeiten abhängt, aber was ich hier auf jeden Fall betone, Leute, das Auto kann gut driften, wenn ihr das aufgerüstet habt in LSK Meet. Da dieses Fahrzeug ja generell gut motorisiert ist und eine hohe Drehzahl hat, kann man hier auf jeden Fall sagen, dass das Fahrzeug sich schmeidig um die Kurven lenken lässt bzw. ihr wirklich driften könnt. Da kenne ich manche andere Fahrzeuge vom DLC, die das nicht so gut hinbekommen. Aber natürlich, Leute, das ist alles eine Übungssache. Ich bin jetzt nicht so gut und deswegen mache ich auch einfach mal ein paar Donuts, ne? Ihr wisst, was ich meine. Im Endeffekt muss ja jeder selbst wissen, ob er dieses Fahrzeug als Driftfahrzeug haben möchte. Den Preis persönlich finde ich etwas krass, Leute. Ich meine, wenn ihr mal überlegt, dieser Porsche kostet in der Realität, keine Ahnung, vielleicht 200.000 Euro und hier kostet einfach mal 1 Million mehr und das ist einfach, ja, Rockstar Games halt. Deswegen, Leute, würde ich eher sagen, ist es jetzt ein Must-Have, dieses Fahrzeug? Nein, also ich würde sagen, das braucht ihr nicht. Ist zwar ein sehr, sehr schönes Fahrzeug, wie ich finde, also hat sich Rockstar Games generell trotzdem wirklich viel Mühe gegeben, aber es ist kein Must-Have. Falls ihr dieses Fahrzeug trotzdem haben möchtet, aber nicht das Geld habt, Leute, dann kommt doch mal auf meinen Discord-Server. Da findet ihr bestimmt jemanden, der euch das Fahrzeug per Giftcast to Friends zum Beispiel traden würde oder vielleicht mit euch Akt 2 oder sonst irgendwas machen möchte. Aber mit diesen Worten, Leute, beende ich mal das Video. Wenn euch dieses kleine Informationsvideo gefallen hat, dann würde ich mich immer noch übelst freuen, wenn ihr einen fetten Daumen nach oben geben könntet. Aber ich bin mal raus, Leute. Euer Bombard. Ciao.